Liebe Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Folge der Pokémon Renegade Platinum Nuzlocke Challenge mit mir, eurem Sefi und mit unserem Team. Vision ist da, Pampers ist da, Riddle ist da, Petra ist da, Fullbuster und Surprise sind ebenfalls am Start. Freunde, wir sind letztes Mal da stehen geblieben. Ich habe jetzt ein paar Tage nicht mehr aufgenommen und mein ganzes Studio ein bisschen umgestellt, beziehungsweise nicht mein Studio umgestellt, sondern mehrheitlich den Tisch ein bisschen neu eingerichtet und so. Steht alles ein bisschen anders. Ist ein bisschen ungewohnt für mich. Oh, das ist ein Doppelkampf. Oh, okay. Okay, bevor ich jetzt wieder reinrenne. Deswegen ein bisschen ungewohnt. Also entschuldigt, wenn alles so ein bisschen anders ist oder so. Aber wir sind wieder da, meine Guys. Wieder zur Renegade Platinum Nuzlocke, die ja unglaublich beliebt ist zurzeit auf dem Kanal. Dafür nochmal herzliches Dankeschön an euch. Ich genieße gerade die Zeit sehr. Der Kanal läuft wieder auf Hochtouren. Ne? Vor 2 Monaten hatte ich ja mal wieder einen Depressionsschub. Also das hört sich jetzt ein bisschen übertrieben an, aber im Endeffekt war es so. Ich habe mich richtig mies gefühlt, weil einerseits... dieses Jahr ist generell ein komisches Jahr, ne, mit Corona und all dem Kram und dann war noch das Sommerloch übelst am Reinhitten und ich wusste nicht, in welche Richtung ich möchte mit meinem Kanal und so und die Views waren halb so hoch wie jetzt momentan und ich wusste nicht mehr, ob das alles lange hinhalten wird und so weiter. Anfang des Jahres wurde ja unser Kanal gehackt und gelöscht und so weiter. Und auch jetzt haben wir einige Schwierigkeiten, indem YouTube momentan alle möglichen Videos blockiert. Also bei mir werden täglich 2 bis 3 Videos blockiert, weltweit gesperrt von alten Let's Plays, Sonne und Mond und so weiter. Und ne, auch jetzt gibt es Probleme, aber... Dadurch, dass die Pokémon-Challenges und die Nuzlocke und auch die Soul Link so gut bei euch ankommt und die Streams so krass besucht werden, wie schon lange nicht mehr, habe ich einfach wieder sehr, sehr viel Hoffnung schöpfen dürfen. Und da möchte ich mich an der Stelle einfach mal bei euch Zuschauern bedanken. Für das alles. So, jetzt wollen wir aber reinjumpen. Sorry, dass ich immer so reden schwinge am Anfang des Parts, aber das ist irgendwie meine einzige Möglichkeit, mit euch zu kommunizieren. Für den Moment zumindest. So, dass es die meisten mitbekommen und ja, die benutze ich. Lunatone und Solrock. Ich weiß nicht, ob die 2 Typen dazu bekommen haben, ne? Das Ding ist, Lunastone... Ist es ein Stein-Psycho? Ich weiß gar nicht mehr. Oder ist er nur Stein? Du kannst einfach Psycho-Tanke. Ich habe keine Ahnung. Ist Solrock in diesem Spiel ein Feuer-Pokémon, dann wäre Vision nämlich absolut crazy in Gefahr. Pampers ist in Gefahr. Da wollen wir nicht unbedingt drin bleiben. Ich bin mir nicht sicher, ich kann mir nicht vorstellen. Solrock hat einen okayen Angriff. Ich glaube nicht so guten Spez-Attack-Wert. Und das dürfte Vision tanken, egal was da eben kommt. Und jetzt gehen wir zu Fullbuster rein und haben 2 Stahl-Pokémon am Start. Alter, Lunatone wurde einfach... Okay, sie sind auf Level 29. 29 ist ja... So lala, ne? Die sind jetzt nicht so strong. So, wir gehen auf Scald. Bam! Bruder, unsere beiden Stahl-Pokémon sind da. Let's go! Vision, das einzige Pokémon, was ich noch entwickeln muss. Danach haben wir ein voll entwickeltes Team. So. Und ich glaube, das war gerade sehr effektiv. Das heißt für mich eigentlich, dass das... kein Feuer-Pokémon sein kann. So, wir Bullet-Punchen das Solrock und Scalden das Lunatone. Damit schicken wir diese beiden Grunts ins Aus. Die gehen nach Hause. Die sind gefeuert. Gefeuert, genauso wie Donald Trump. Ab nach Hause. Yo, Steffi! Oh no. Mathe? Digga, immer wenn ich denke, es wird eine geile Folge, kommt wieder Mathe um die Ecke. Kennt ihr das? Kennt ihr das? Ihr geht so zur Schule und denkt so, ja, heute wird ein chilliger Tag. Oh, Mathe-Klausur. Diese Team Galactic-Trottel sind mega easy zu besiegen. Ich mach die kaputt, allesamt. Komm, lass uns reingehen. Keine Zeit zu verlieren. Okay. Yeah, Alter, wie groß ist dieser Garten, bitte? Und das ist noch ein Item. Safeguard? Bräh, okay. Das,
Das war ja mal nicht so gut gesafeguardet, dieses Haus. Okay, ich kann leider nicht nach hinten. Was ist das denn? Das sind immer noch, ne, das sind so... Was sollen diese Pokémon auf dieser Statue darstellen, Leute? Schreibt mal in den Chat oder in die Kommentare. Früher war es ja so, dass das Dragoran hätte darstellen sollen, glaube ich. Oder Nidoking, ich weiß es gar nicht mehr. Aber was ist das für ein Pokémon? Das ist nicht mal ein Pokémon. Aber gut, also, ne? Keins mir bekannt. Und das sind die alten... Ja. Seht ihr? Diese Statuen. Keine Ahnung, was das sein soll. So, Brudi. Der Trophäengarten ist hier hinten. Gefüllt mit vielen seltenen Pokémon. Die wir für so einen hohen Preis verkaufen können. Ich werde nicht auf die Seite gehen. Nicht mal, wenn ich von 5 gefährlich aussehenden Pokémon umzingelt werde. Oddly specific. So, gehen wir mal nach rechts. Oh, da kämpft schon Mathe. Win in exactly 6 turns? No way! Watch me! I'll win in turn 1! Who's got time for 6? The fuck? Die Maid ist in diesem Raum mit einem komischen Ei. Oha. Oha, wir müssen die Maid retten, Freunde. Okay. Nachthieb oder so? Maybe, yes. Yes. I don't want this. Wie gehst du raus zu Futterbuster? Ja, da kommt auch schon der Night Slash, der aber nicht viel macht. Zum Glück haben wir, by the way, Light kennengelernt mit der Entwicklung. Das ist mega krank. So, Flash Cannon. Bam. Einfach nur ein unglaublich guter Stab-Move, Freunde. So, da kommt noch Arbok, der unseren Angriff senkt. Aber das ist egal, weil wir greifen speziell an. Und das dürfte reichen für einen Arbok. Arbok hat ganz gute Death-Werte, aber ich glaube, bei der Spätz-Death ist er nicht so strong. So, wenigstens brauche ich... muss ich das Ei nicht mehr anschauen. Welches Ei? Und hä? Ich bin so überfordert, Alter. Was ist denn hier drin? Boah, Trainer, danke, dass du diesen schrecklichen Dude hier besiegt hast. Ich wäre ganz bestürzt, wenn dieses wertvolle Ei geklaut worden wäre von ihnen. Welches Ei? Von welchem Ei reden wir gerade? Oh, Manaphy! An extremely rare Pokémon. Ich wollte nämlich gerade... Ja, Blue Egg, genau. Ich habe irgendwas von blauem Ei gehört. Und das... Alter, Swagger. Damn. Und das einzige blaue Ei im Pokémon, was ich... Pokémon Statue, you got finger points on it. Das einzige blaue Ei, was ich kenne in ganz Pokémon, ist das Ei von... Manaphy, beziehungsweise das Ei von Fiole. Oh Gott, Leute, sorry. Ich bin ein bisschen... Ich bin nicht müde, ich habe nur gerade viel gegessen oder einiges gegessen. Dann bin ich immer so ein bisschen schläfrig. Außerdem ist schon wieder 23 Uhr, die Folge muss morgen raus. So. You wish to see the lady of the house? Too bad, she's busy. Oha, was macht sie denn, Bruder? Lackiert sie sich die Fingernägel oder... Was ist denn da los? Murkrow. Ich meine, come on. Ich muss jetzt nicht immer Paranoia haben bei Unlicht-Pokémon, aber ich habe halt echt keinen Bock auf irgendwie einen Crit und dann schön KO oder so. Das wird mich abfucken. So, wir haben Discharge auf Riddle und Riddle. Der hat ein Pokémon, der Dude? Die Lady würde ich jetzt in Empfang nehmen. War das die kleine Lady oder ist die Lady noch hier drin? Oh, die Lady ist noch hier drin. Gucken wir mal im Abfalleimer. Protein. Ja, die Lady hat scheinbar vorher was anderes in Empfang genommen. Also die einzige Proteinquelle im Abfalleimer, die ich kenne. Okay, lassen wir einfach das Thema, Guys. Eine faire Lady does not enjoy this horrible stress. Was? Mein Happiny ist gerade abgehauen. Okay. Kann ich hier resten?
Als ob. Okay, im TV läuft nur Garbage, also wie in Real Life. Da hat sich gar nichts geändert im Pokémon. Auch nicht in all den Jahren. Galactic Grunt. Hol Krogunk raus. Oh Gott, warte mal, du hast eine Vierfachschwäche, ne? Krogunk kann zwar auch ohne Lichtmoves wie Abschlag und sowas, glaube ich, aber hey. Swiper. Ja. Hast du gerade den Zen Headbutt verfehlt? Was hat sie gemacht? Hast du gerade verfehlt? Oh, das Ding ist ein Unlichtmon in diesem Spiel. Oh mein Gott. Ja, GG, Digga. Ein Gift-Unlichtmon. Das Ding hat denselben Typen wie Pionskora? Digga, Pionskora ist eine Bitch. Also hier, nicht Pionskora, sondern Piondragi. Pionskora ist ein Giftkäfer. Oder Käfergift. Ich geh aufs Gold. Yeah, burn that beer. Oh, Digga. Ich mein, warte mal. Wo ist unser Burn? Hat der XP? Digga, was ist mit diesem Pokémon los? Oh mein Gott, Digga. Okay. Du gehst mir mega auf den Sack. Weißt du das? Okay, jetzt kommt der Night Slash. Und der macht anständigen Damage. So, Discharge. Alter, Expidermis und den Unlichttypen. God damn. Oh, Butterfree. Catch that overheat right here. Nimm mal in die Hand, komm. So, er wollte, ihm schmeckte mein Geschenk nicht. Vielleicht bin ich derjenige, der für eine Weile schlafen gehen sollte. Hey, warum kommen hier aus jedem Raum irgendwelche Pippis und Togepis und weiß ich was alles raus, Alter? Jigglypuffs gibt's auch noch. You ejected that oddly dressed goon that was in front of the door. That's a relief. Oh, warte, was? Oh, if you can some, if you want some relief as well, you can rest in the... Ja, wir wollen uns relieven. All over. Also in diesem Bett hier, ne? So. Den Samenstau mal bereinigen. Gut. Du willst spielen, kleines Kind? Ich zeig dir, dass man mit uns nicht rumalbert. Sind das eigentlich Mädels oder ist es irgendwie so ein... Oh, du bist perfekt für mich. Oh, Focus Energy, okay. Das dürfte aber reichen, oder? Ja, easy. Beedrill kann nix. Außerdem sind die wieder alle auf Level 29. Oh, mean look. Oh, oh, wir können nicht fliehen. Aber müssen wir das? Nein! Bitch! Gerade hier! Alter, wir haben genau 100 KP auf Level 36, oder wie? Lol. Ah, du bist stark. Es tut mir leid, Kommandant Saturn. Ey, also überall kommen diese Drecksdinger raus, ne? Außer das Pummeluft da drüben. Oh, danke. Dieser Trottel hat die Tür blockiert. Was? Oh, mein, hier, Pixie ist, oder mein Pippi ist weggerannt. Weißt du, wo es hingegangen ist? Nee, keine Ahnung, Digga. Ich hab keine Ahnung. You're not allowed through here unless you can beat three of us in a row and in exactly six turns. Are you up to the challenge? Warte, was? Du darfst hier nicht durch. Außer du besiegst drei von uns in einer Reihe, also nacheinander. In exakt sechs Runden.
Das heißt, ich darf zwei Runden für jeden Trainer haben? Hurry up to the challenge. Okay. Ich würde aber gerne noch kurz... Der ist ein Level gestiegen. Der ist noch kurz von einem Level ab, ne? Okay, dann ballern wir mal Fudelbuster nach vorne. Okay. Können wir die in 6 Runden... Oh, er hat ein Pokémon. Einen den Kader. Ja, easy, Digga. Scald. Let's go. Oh, warte mal. Ich muss genau 6 Runden haben, ne? Nicht weniger als 6 Runden, sondern genau 6 Runden. Aber jetzt hatte ich eine Runde. Oh. Okay. Ein... Oh, my goodness. Hat er einen Ninja Tom? Hat der letzte einen Ninja Tom? Oh, warte mal. Ich habe Rocktoom. Ich habe Rocktoom und ich mach dich kaputt, mein Freund. Der hat einen Sash? Bro, you stupid. Okay, Moment, jetzt haben wir 3 Runden? Das ist nicht gut. Warte mal. Hat er einen Ninja Tom? Ja. Wahrscheinlich auch mit Sash. Digga. Okay. Ich meine, ich gehe einfach mal für Rocktoom und hoffe, dass er auch einen Sash hat. Ja. Was ist das für ein Scheiß hier, Alter? Mindreader. Okay. Das war Runde 4. Runde 5? Und wir treffen das Rocktoom. Runde 6. War das Runde 6? Fuck, jetzt bin ich unsicher. You took 6 turns. Okay. Oh, hey, nice job, kiddo. You met the requirement all right. But who said we have to keep promises? Wir müssen uns nicht an unsere Versprechen halten. Shoot. Das Pokémon ist abgehauen. But du darfst immer noch nicht durch. Okay, dann nicht. Dann nicht, mein Freund. So. Okay. Oh, warte mal. Wir müssen zu dem. Ja, ja, genau. 4 Pippis und ein Happy Knee, also ein Pi, ein Voneira. So, wen will ich jetzt leveln? Wen will ich leveln? Eigentlich will ich ja Vision leveln, damit er sich bald mal entwickelt, aber... maybe auch Pampers? Warum nicht? Warum nicht? Ich weiß es nicht, mein Freund. Egal, wir lassen mal kurz Riddle. Das ist wahrscheinlich der letzte, ne? Und danach kommt Saturn. The Clefairy used Metronome. Use Teleport. Oh, die haben den wegteleportiert. Ein Lucky Egg. Er hat gesagt, er wird sich nicht bewegen, auch wenn 5 angsteinflößende oder furchteinflößende Pokémon von ihm stehen. Das sind die süßesten Pokémon, aber die haben ihn mit Metronome weggeschickt. Ja, lol. Okay, aber... Moment, dann kommen wir direkt zu Saturn, oder? Oh, oh. Ich meine, wir haben noch ein bisschen Zeit in dieser Folge, aber... Siffy! Ich dachte schon, das würde nie enden. Diese Turnkacke hier ist hart. Wo sind die ganzen Trottel hin? Oh, er ist da. Wer seid ihr, Kinder? Und wo sind meine Anhänger? Kommen Sie, Mr. Backlot? Ja, ich schätze, ich... Oh, meine arme Pokémon-Villa. Ich erkenne dein Gesicht. Du bist das Kind,
was hier Team Galactic Building in Eterna geradet hat. Anything that continues to oppose Team Galactic must be crushed. Come, Mr. Backlot, you'll help me eject these children from your home, yes? Lol, what the fuck? Meine armen Pokémon. Okay, Sefi, kein Problem. Was, was? Warte? What? Let's team up and win this? We can just heal the old man's Pokémon afterwards. Don't worry about him. Der Kampf gegen den Dude ist ein Doppelkampf? Oh my goodness. Oh my goodness. Das ist schlecht. Das ist super schlecht. Aber wir haben mit Riddle einen guten Lead gepickt. Pampers wäre auch nicht too bad gewesen. Maybe wegen Bronzong, I don't know. Aber Riddle ist ehrlich gesagt der beste Lead, den wir hätten picken können. Okay, 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 okay. Moment. Guys, wir müssen uns eine Seite aussuchen, die wir wegflexen. Denn sie werden safe irgendwas von uns fokussen. Ne? Das Problem an Doppelkämpfen ist, sie können unser Pokémon immer zweimal angreifen. Das heißt, wir können nicht rauswechseln oder Items benutzen. Die greifen uns immer zweimal an. Und vielleicht macht ihr Mathe neben uns hier noch ein bisschen Bullshit und tötet uns aus Versehen oder so. Von daher, wir müssen uns für eine Seite entscheiden und diese Seite so schnell wie es geht runterstriken. Ich bin mir nur nicht sicher, will ich Lightscreenen? Will ich mal einen Lightscreen ballern oder gehe ich einfach für Shadow Ball auf Bronzong? Oder gehe ich straight für den Over? Oh, Discharge trifft alle. Oh, schüss. Aber dann würde ich Staravia weghauen und... Okay, wir gehen für einen Shadow Ball. Das dürfte maybe hoffentlich trotzdem reichen. Ich will halt nicht rausswitchen müssen mit einem Overheat. Der macht nichts. Oh mein Gott, was sind denn das... Thunderbolt und er... Staravia geht auf Doppelteam. Oh Gott, Alter. Staravia geht auf Doppelteam. Und er trifft instant mit Donnerblitz. Okay, Overheat. Ja, Overheat. Das hätte ich schon in der ersten Runde machen sollen. Keine Ahnung. I don't know, man. Da kommt der Knockoff. Zoom Lens? Digga, das Ding hat Moonbla. Oh mein Gott. Das Wigglytuff ist eigentlich gefährlich, ne? Octillery. Oh nein, jetzt habe ich einen Discharge draußen. Außerdem hat er wahrscheinlich Wasserattacken, ne? Egal, ich gehe für Lightscreen. Dann machen seine Sachen nur noch halb so viel Damage. Ja, Heracross wird das... Alter, die töten einfach alles von Mathe! Flamethrower? Das Ding hat Flamethrower? Ja, stimmt. Das Ding konnte ja Feuersturm und so, ne? Ich erinnere mich an Pokémon Stadium 2, Alter. An diese komischen Animationen. Octillery konnte da einfach Feuersturm, Alter. Bleibe ich drin und gehe für einen Discharge? Oder... Weil Snorlax, auch wenn es geparat wird, ist egal. Es ist sowieso langsam. Und wir haben den Lightscreen draußen. Oder switch ich? Nee, ich bleib drin, Alter. Ich gehe für den Discharge, weil Octillery wird sehr effektiv getroffen. Auch auf minus 2 macht das... Ah, und das paralysiert natürlich nur Relaxo. Oh, no, mein Gott. Oh, mein Gott, Digga. Riddler gerade wieder richtig... Oh, und Snorlax... Ah, das ist wieder Worst Case. Okay, Moment. Octazooka, Flamethrower. Er ist halt ein Wasser-Pokémon, was... Was, Feuerattacken beherrscht, ne? Und wir können nicht zu Surprise, weil sonst, Wigglytuff uns wegjodelt, Alter. Gehen wir zu Pampers? Aber er kann halt Elektromu... Das ist eine echt schlechte Kombo, die wir hier vor uns haben, Alter. Und der Flamethrower haben wir ja gerade gesehen, ne? Wir können auch nicht zu Vision. Fuck my life, bro.
meine, wir könnten zu Surprise. Surprise ist so bulky. Wir haben Lightscreen. Wir haben... Genau. Feuer-Pokémon mit einem Moonblast angegriffen, was resistiert geworden wäre. Und hat mich durch mein Lichtschild durchgecrittet. Und dann haben sie mich... Oh mein Gott. Was ist das wieder? Okay, ich muss wirklich aufpassen, Alter. Wir haben jetzt schon zwei Pokémon fast verloren. Wegen 3 KP oder so, Alter. Ja, das Problem ist, wir sind nicht schneller als Espeon oder so. Fuck. Was mache ich denn hier jetzt wieder nur? Gehe ich auf Fullbuster? Gehe ich auf Petra? Heil ich einfach. Ich glaube, ich muss heilen. Wir haben halt nur Super Potions, ne? Das ist so schlecht. Das ist so schlecht, weil wir weniger... Dazzling Gleam. Okay, aber macht nicht viel. Signal Beam! Digga, was kannst denn du alles? Alter, was ist das für ein fucking Octillery? Oh mein Gott, was ist denn das für ein nerviges Drecksding? Holy shit. Oh, Junge. Ey, die greifen aber auch immer nur Surprise an. Okay, ich gehe zu Pampers. Sie haben keinen Donnerblitz mehr, so wie ich sehe. Signal Beam, vierfach Resist, Bruder. Get the fuck out of here, man. Und natürlich wird er jetzt wieder... Und der Lightscreen ist weg. Toll. Toll. Okay, heile ich an der Stelle oder was mache ich? Ey, Leute, ich muss wirklich aufpassen, was ich jetzt tue, ne? Gehe ich für einen Ancient Power Kill? Ich glaube, ich gehe für einen Ancient Power Kill. Alter, der Dude hat einfach Psychic. Kann das bitte reichen? Ja. Leider kein Boost. That's okay. Ey, Digga, wie oft willst denn du die Para bekommen? Bis ich tot bin, oder was? Oh, no. Toxicroak. Ich meine, theoretisch outspeed ich das Ding? Fragezeichen. Oh, no. Ich kann das nicht riskieren, Digga. Ich kann das nicht riskieren. Warte mal, Fullbuster resistiert, glaube ich, in dieser Gen noch Psycho-Attacken, oder? Und immunisiert die Gift-Attacken. Ist aber schwach gegen Kampf. Geht halt für den Drainpunk. Ich hätte in dieser Runde Toxicroak rausnehmen können. Aber gut, jetzt haben wir wenigstens keinen fucking Lame-Ass-Bitch mehr auf der Gegnerseite. Psychic auf Gortel. Poison Jab. Okay, jetzt bin ich alleine. Jetzt bin ich alleine. Jetzt haben sie es geschafft. Oh no. Oh no. Nee, ich hab schon wieder keinen Bock mehr. Er hat eine Fähigkeit. Er hat eine Fähigkeit, die einfach meine Wasserattacke gefressen hat. Einfach so. GG. GG. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Ey, das gibt es nicht, Digga. Jedes verfickte Mal ist irgendwas. Das Relaxo hat 4 Paras bekommen. Jetzt haben sie mich alleine runtergeknallt. Und wir haben kein Lichtschild mehr. Und er hat Ableithieb. Oh, Digga. Ich meine, ich könnte zu Pampers.
Gehe ich für Icy Wind. Ich glaube, ich gehe eine Runde für Icy Wind. Okay, er protected. Drain Punch, das überleben wir. Icy Wind. Die Kröte ist jetzt auf jeden Fall langsamer als wir. Alter, zum Glück hat Espion hier gedingselt, ne? Er muss für den Kampfmove gehen. Wenn wir jetzt zu Pampers gehen und er für den Poison-Move geht und Espion für den Psychic, dann war's das. Oh, er geht für Protect und dafür Drain Punch. Du Lappen, Digga. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay. Extra Sensory auf Croak. Alter, der protected einfach nur. Der protected einfach nur, der Lappen. Oh, Digga. Vierfach effektiv. Goodbye. Und jetzt ist es 1 gegen 1, Junge. Ich gehe nicht auf Yawn, weil das Ding könnte Magiespiegel haben. Ich gehe auf den. Ich gehe straight auf den Moonblast. Das Ding hat Power Jam. Das Ding hat Power Jam. Ey, was haben diese Drecksviecher für Moves? Citrus Berry. Okay, aber wenigstens ist sein Spätz-Attack runtergegangen. Moment mal. Ich habe noch Vision. Vision! Du musst mir den Arsch retten! Okay, Protect macht gar nichts. Gehe ich für eine Iron Defense? Er hat einen Stein-Move? Er hat safe einen Spukball oder so, ne? Protect, Steinmove, Psychic. Wie viele Pokémon hat er? Er hat noch ein Pokémon. Bro! Okay, wir gehen so lange. Okay, er geht für Power Gem. Er ist auf minus 1 und das wird resistiert. Okay, er wird jetzt... Alter, wir haben Überreste. Easy. So, wir gehen jetzt auf Iron Defense. Und ab hier müsste ein Bullet Punch reichen. Okay, wir sind auf plus 2. Alter, wir hatten so Luck, dass der die ganze... Oh no. Oh no, Raichu. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Okay. Raichu macht kurz einen Prozess mit uns, ne? Oh my goodness. Fake out! Bro, no problem, man! I don't give a fuck about you! Tida Dance. Okay. Ja! Bitch! Oh, Statik. Okay. Alter, was ist das für ein Kampf? Ey, hätten wir das Psyana weggehauen und Raichu drin gehabt, zusammen mit dem anderen Ding, Alter. Das hätte so ins Auge gehen können. Wir sind noch nicht durch, ne? Das Problem ist, er hat Tida Dance. Er wird jetzt wahrscheinlich für den Elektro-Move gehen, ne? Das Problem ist, Riddle ist nicht schneller als er. Aber wir resistieren und wir haben um einiges... Oh mein Gott, wir haben um einiges höhere Spätzle-Werte. Holy shit. Ich sollte actually dringend rausswitchen, weil wenn der, wenn der einen Donnerblitz bringt... Warum geht er zweimal für Tida Dance? Ich raff's nicht. Okay, aber ich vergesse jedes Mal, dass wir noch Überreste haben, die uns hier heilen. Wir müssen nur ein einziges Mal durchkommen. Ah! Fuck out of here, boy! Fuck out of here, du kleine dreckige Elektroratte, Alter. Huh, ich wollte gerade sagen, warum hört er nicht auf zu kämpfen? Wir haben doch den Saturn schon besiegt. Warum bist du so stark? Nicht zu erwähnen, dass dieser alte Mann komplett useless war. Useless? Digga, hast du mal den Typen neben mir angeguckt? Der war 4 Runden geparat und ist als erstes gestorben. Nächstes Mal wirst du nicht so viel Glück haben. Boah, Sefi, jetzt ist alles vorbei. Ist Zeit abzuhauen. See ya! Ja, und wer heilt jetzt seine Pokémon? Oh, dein Freund hier ist sehr schnell, wenn es darum geht, abzuhauen, oder?
Dankeschön und so, dass du hier meine ganze Villa und meine Mates und so und auch mich natürlich und meine Pokémon gerettet hast. Ha, diese Team Galactic Spackos wollten meine wertvollsten Sachen klauen hier. Mit ihren Threads, also mit ihren... oh Gott, Alter, die übersetzen, Mann. Ich fühle mich wie bei einer Pressekonferenz oder so, Alter. Mit ihren Drohungen, mir meine süßen Pokémon mitzunehmen. Oder hier, die Leute und die Menschen. Keine Ahnung, was der von mir will, aber... Blaues Ei? I'm mentioning this because I like to have a reward for... Please visit the trophy garden in the back. The wild Pokémon in there are simply exquisite. Boah, ich dachte schon, er gibt uns ein blaues Ei, Digga. Ich dachte schon, er gibt uns Manaphy. I'm sorry, everything beyond this point is strictly off limits. Digga, ich hab dich gerade gerettet. Ich hab dir gerade den Arsch gesaved. So, wer ist das jetzt auf einmal? Meine Assistentin hat dieses Ei. Wir kriegen das Ei. Oh mein Gott, wir kriegen das Ei. Holy shit, wir kriegen das Ei. Okay, Guys, ich mach kurz einen Cut. Wir sehen uns gleich wieder. Ich bin auf dem Rückweg in die beiden hier reingelatscht. Und meine Pokémon sind nicht geheilt. Die waren tagsüber aber noch nicht hier, die beiden. God fucking damn it. So, ich habe leider nichts, was Elektroattacken immunisiert. Das ist nicht so geil, Digga. Aber gut, dann gehen wir mal für einen Overheat, ne? Ach Gott, Alter. Mit dem Ding gehe ich einfach mal raus zu Vision. Vision resistiert nämlich normale Attacken. Und er fake-outet mich erstmal. Okay, Cheddar. Burrito. So, und wir sind verwirrt. Das ist nicht so cool. Aber gut. Wir gehen jetzt wieder für den Overheat. Und für den Iron Head. So, das Ding ist safe tot. Goodbye. Du wurdest gerade geguckt. Gemicrowaved, Bro. Du wurdest gerade weggeburnt. Alter, ich wollte nur kurz ins Pokécenter zurück und renn in ein altes Pärchen rein, die am Tag noch nicht hier standen. Also, als ich hier runterkam, standen die noch nicht hier. Aber gut. So, wir verletzen uns selbst. Riddle ist sowieso useless at this point. Müssen wir ihn eh raus switchen. Wir gehen zu Petra. Und Iron Headen. Das Delcatty. Ey, also die Paras im heutigen Part, ne? Also ganz schlimm. Ganz schlimm, Leute. Rock Slide. Bam. Flinch. Und schon wieder verwirrt. Alter Schwede. Gut, jetzt müssen wir nur noch treffen. Wir wollen keine Rock Slide missen. Gar keinen Bock drauf. Schon wieder eine Verwirrung. Alter, das ist ja... Das ist ja krank. Ja, also die waren definitiv nicht hier vorher, ne? Hier waren nur so Team Galactic Ficker. So, kannst du mal bitte nicht Auge machen jetzt? So, schön hinterm Busch verstecken. Hinterm JW. Oh nein, Digga. Oh no. Oh. Alter! Ich schwitze mir hier einen ab, Mann! Die Folge ist schon wieder viel zu lang. Aber gut. Ab ins Pokécenter. Wo ist denn das jetzt wieder hin? Ich finde es nicht. Scheiß dir ins Gesicht. Ich bin so ein Hurensohn, Alter. Ja, das wollte ich eigentlich, ne, das sind so Sachen, die cutte ich normalerweise raus, aber dann laufe ich halt aus Versehen in so Trainer rein und so und, naja, ne, ich muss natürlich auch offscreen mehr oder weniger aufpassen. So, warum? Ich bin ins Pokécenter. Ich bin nicht ins Pokécenter gegangen, um zu heilen. Ich verdammter Trottel. Ich bin ins Pokécenter gegangen, um ein Pokémon abzugeben. Damit ich das Ei mitnehmen kann. Alter, kriegen wir wirklich ein Ei? Das wäre ja insane.
So, ich lasse an der Stelle mal Petra da, weil wir Petra am wenigsten verwendet haben für momentan. Und nee, das passt. Wir bekommen ja noch einen Encounter theoretisch in diesem Garten. Na? By the way, guys, lass mal einen Daumen da für wieder Überlänge. Alter, wieder, es wird safe wieder eine 40-Minuten-Folge, Alter. Ist es, by the way, fast schon. Was wollte ich sagen? Ja, genau, wir haben im Garten noch einen Encounter und scheinbar kriegen wir noch ein Ei. Guck mal nach unten, Herr Polizist. Das Koks ist nicht hier, es ist in Pokémon Infinite Fusion. By the way, wer es nicht wusste, wir haben im Pokémon Infinite Fusion eine Line Koks gezogen. Ihr solltet euch auf jeden Fall das Let's Play ansehen. Da sind wir nämlich mit einem gefälschten Ausweis. Ich habe nichts gesagt, Herr Polizei, haben ich was vom gefälschten Ausweis? Sie müssen sich verhört haben. Also sowas würde ich doch nie tun. So. Ja, jut. Bitch! Ha! Das war eine Lüge! Natürlich habe ich Koks genommen. Und jetzt, was wollen Sie machen? Sie können nichts machen. So, nein, wir haben auf jeden Fall, wir sind mit dem gefälschten Ausweis in eine Bar, sprich in einen Nachtclub rein. Haben uns die Füße wund getanzt und auf dem Frauenklo sogenanntes Energiepuder konsumiert. Ne? Also wenn ihr diese Szenen nicht gesehen habt, dann solltet ihr dringend im Infinite Fusion Let's Play vorbeigucken. Aber gut, denn da gibt es noch anderes Zeugs zu sehen, außer den lustigen Fusionen von zweierlei Pokémon. So, wie mein Meister wünscht, soll ich Ihnen dieses Ei geben. Receive the egg. Bro, ist es wirklich das Manaphy-Ei? What? Wir bekommen einfach wirklich ein Manaphy-Ei. Der Meister ist ein wunderbarer Mensch. Okay. Ja, das wird absolut insane. Was machst du jetzt hier, Digga? Ah, oh, dieses, Look at the expensive looking Mr. Backlet has. It tugs at my attention. What? Ey, Rafti. Das sind alles Sims. Alles Sims hier. Trophy Garden. Okay. Hier werden wir jetzt noch einen Encounter finden. Aber, wisst ihr was? Das ist im nächsten Part. Den Encounter holen wir uns erst im nächsten Part. Freunde, lasst einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat. Wir sehen uns am Freitag wieder. Kurs geht raus. Bis zum nächsten Mal. Euer Sefi.